Sehr schön. So, rüber dorthin, genau. Das machen wir aus. Und das machen wir an. Perfekt. Dann geht's jetzt weiter. So, ne? Hier sind wir ja stehen geblieben. Kurz vorm Titanen, der hier munter aus dem Rüssel spritzt. Ja. Und wegen dem es hier unaufhörlich regnet. Na dann, soll ich da mal runter? Aber dann komme ich ja nicht mehr hoch. Oder? Ich will mir das mal aus der Nähe angucken. Östlicher Stausee. Ah. Hallöchen, Herr Titan. Na? Da passiert nichts. Okay, lassen wir ihn einfach. Lassen wir ihn einfach erstmal vorerst. Unser erstes Ziel ist ja erstmal das Dorf. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder irgendwie hoch, hoffentlich. Scheiße. Fantastisch. Komme ich jetzt wirklich nicht mehr hoch? Das wäre doch dumm. Hier komme ich hoch. Es wär echt dumm gewesen. Was ist denn das? Oh. Hä? Hä? Keine Ahnung. Wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. So, pass mal auf. Da unten ist nochmal eine Brücke. Und Gegner. Okay, weißt du, dann fliegen wir hier einfach durch. Geht schneller. Ja. Perfekt. Und da haben wir nochmal eine Geschichte. Die lesen wir uns natürlich auch noch durch. Oh, da fehlen. Oh, da fehlen Buchstaben. Die Geschichte des Volkes der Zoras, siebter Teil. Wo sind die anderen sechs Teile? Die Sage von dem Helden, der den Leubitz. Was? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, scheiße. Ist es her? Lang ist es her, da trieb ein Leune auf dem. Ja, genau. Sein Unwesen und versetzte das Volk in Angst und Schrecken. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und dem Dorf den Frieden zurückzubringen. Okay. Zorahelm, den er trug, wird seitdem in einem Heiligtum nahe des Sees im. Okay. Bewahrt, aufbewahrt. Oh, Lobpreise. Ja, Taten des Helden. Link, Link, da steht Link. Die Schrift ist arg verwittert, das kann man ja kaum noch lesen. Nein, wirklich? Naja, gut, okay, aber man weiß schon ein bisschen was. Das war schon mal, waren schon mal wichtige Hinweise. Wir bekommen einen Zora-Helm, hä? Wenn du kletterst, 10 mal 6 Schritte und dann springen und dann wieder 6 Schritte. Das ist Kilton, der verkauft dir tolle Sachen. Also Schmuck, ach so. Okay. 10 mal 6 Schritte und dann springen. Beim Klettern. Okay. Okay. Warum das denn? Boah, wie schön ist das denn? Wäre noch schöner, wenn es nicht regnet, aber wie schön ist das denn? Ist das der. Ist das dieser komische Schmuckhändler? Dieser komische. Ist das dieser komische? Ich weiß gerade nicht, wer. Ich hab vielleicht da jemanden im Kopf. Schreien in der Nähe, das höre ich doch gerne, Leute. Boah, was eine schöne Brücke. Wow. Na dann mal auf. Dann kommst du hoch. Immer? Okay. Ich glaube, das ist dieser komische da. Ja. Dorf der Zoras. Na endlich. Oh, wunderschön.
Ah ja, davon ist auch schon Sidon, oder? Sido! Alter! Prinz Sido in der Haus? Was? Vom Totenkopfsee, genau der, ja, genau. Na? Da ist er ja. Oh! Hi! Ich hab auf dich gewartet, Link! Willkommen im Dorf der Zoras! Komm mit, ich stell dich dem König vor, hier entlang! Stimmt, du bist ja nur der Prinz. Na? Achso, jetzt darf ich wieder selber gehen. Das Dorf der Zoras. Ingogo-Brücke. Du bist im Dorf der Zoras angekommen. König Dorefan befindet sich im Thronsaal. Begib dich zum Thron. Ganz genau. Hm? Nanu? Was? Link? Zowar ich hier stehe. Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Ich bin's, Taribon. Du hast mir als Kind das Schwimmen beigebracht, weißt du nicht mehr? Nee, weiß ich nicht mehr. Naja, das ist ja auch 100 Jahre her. Ich bin jetzt 130 Jahre alt. Wie alt werden Zoras? Aber für einen Hylianer scheinst du absonderlich lang zu leben. Vater, du bist doch jetzt im Dienst. Tja, ich kann gerade einfach nicht anders. Weißt du noch, unser Anführer Basu und Yuada, der Wildfang? Mein Vater Molden ist zwar recht alt geworden, aber es geht ihnen allen soweit gut. Nur von den Alten des Dorfes solltest du dich besser fernhalten. Aber was rede ich da? Sicher hast du andere Sorgen. Du warst vermutlich auf dem Weg in den Thronsaal, oder? Lass dich nicht aufhalten. Süß, ist ja cool. Und du bist Dumya. Mein Vater ist deinetwegen irgendwie ganz aufgeregt. Naja, egal. Hylianer, hm? Schön, dich kennenzulernen. Mein Name lautet Dumya. Bist du eine Frau? Link, siehst du die Brüste nicht? Hä? Was dagegen? Jetzt ist sie angepisst. Toll. Wie alt bist du? Sowas fragt man doch nicht, Link. So etwas fragst du eine Dame? Ach, unter 100, das ist alles, was ich dir sagen werde. Und so viel dürfte dir ja wohl auch klar gewesen sein. Oder hörst du etwa diesen sonderbaren Sprachtrick bei mir, den die Alten alle haben? Im Dorf der Zoras wird jedenfalls gerade ein Hylianer-Krieger, wird gerade ein Hylianer-Krieger gesucht, ja? Näheres kann dir König Dorefan erzählen, den du weiter drin findest. Ach, Link. Was haben wir hier oben? Nichts. Ein bisschen Wasser. Oh, so schön hier. Ganz ehrlich. Aha, da ist ja doch was. Eicheln? Oder was? Vogelnuss. Oh, okay. Na gut. Nehme ich mit. Das war nicht der gerade Weg, aber macht nichts. Das ist der Prinz, oder? Oder nicht? Nein, ist es nicht. Oder doch? Nein, ist es nicht. Oh, ist echt toll hier. Oh. Das ist schön. Da ist jetzt erstmal der Schrein. Oh, ein Gerone. Was macht der denn da? Erstmal gehen wir zum Schrein. Das ist viel wichtiger. Neji Yoma Schrein. So, den aktivieren wir jetzt erstmal. Dann können wir immer wieder hierhin zurück. Jo. Das ist viel wichtiger. Das ist erstmal Priorität Nummer Uno. Ab nach unten. Mal sehen, was uns erwartet. Mensch. Freunde, manche Schleime explodieren. Ach, sehr, sehr toll. So, was haben wir hier? Lass mal sehen. Heben und senken. Okay. Mal wieder eine richtig tolle Aufgabe in dem Fall. Also wirklich mal was Ernsteres. Okay, mal gucken. So. Warum ist da ein Laser? Mal sehen, was zu tun ist. Wir gehen erstmal da hoch. Gucken uns erstmal ein bisschen hier um. So, Vorsicht vor den Kugeln, genau.
So, jetzt haben wir hier irgendwas. Die Kugel muss nach unten. Aber warum heißt es heben und senken? Verstehe ich nicht. Und warum ist da ein Laser? Verstehe ich auch nicht. Was macht der Laser? Da ist jetzt eine Truhe. Wenn da jetzt Scheiße drin ist. Oh. Oh. Schön. Bleib doch liegen. Oh, dann halt nicht. Und jetzt komme ich da nämlich nicht mehr hoch. Hahaha, dieses Spiel ist der Wahnsinn. Das habe ich mir jetzt nämlich gedacht. Dass das nicht mehr funktionieren wird. Du blödes... Das ist doch... Also... Nicht hoch genug. Sinnvoll! Moment, es kommen keine Kugeln mehr runter. Hä? Wie denn? Wieso denn das? Merkwürdig. Wieso kommen keine Kugeln mehr? Du musst jetzt da nach unten. Ach nein, muss ich... Ich muss... Mit dem Eismodul, mit dem Kryo-Modul, muss ich... einen Pfad für die Kugel hier machen, ne? Verstehe. Hallo? So. Dann rollt die schon mal da runter. Kann ich das drehen irgendwie? Nee, ne? So. Mal sehen. Ich schätze, der Laser wird nämlich mal meine Kugel kaputt machen oder so. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und hier ist noch eine Kugel. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Kommen dann neue? Scheinbar nicht. Okay. Hä? Unten die Kugeln blockieren sich gegenseitig, deswegen kommt nichts mehr. Welche Kugeln? Die blockieren sich ja gerade nicht irgendwie. Ich hab... Oder du hast einen Bug. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das ist ein Bug. Kann das sein? Ich glaube nicht, dass das so gehört, oder? Ich weiß es nicht. Mir soll es recht sein. Deswegen, coole Sache. So, was passiert denn jetzt? Das ist irgendwie noch nicht alles. Aber der Schrein ist noch möglich. Ich denke auch. So schwierig sieht das ja nicht aus. Hätte ich denn die anderen Kugeln zur Hilfe gebraucht oder was? Aber... Nee, der muss ja da... Und dann... Das ist ja eigenartig.
Okay, also das ist ja, glaube ich, das geht ja eigentlich, oder? Ich muss die Kugel halt nur da unten aufhalten irgendwie. Stasismodul. Genau im richtigen Moment Stasismodul vielleicht. Ich glaube, das geht jetzt. Das geht, glaube ich, jetzt ganz gut. Oder ich mache halt einfach hier. Und dann fertig, glaube ich. Einfach mal machen. Nein, die behindern eigentlich nur. Ja, denke ich nämlich auch. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass da nicht noch mehr runterkommen. Ich weiß zwar nicht warum, aber mir soll es recht sein. Oh. 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 Oh, scheiße. Ach so. Verstehe. Ja, okay. Dann ist das, wir können also nur drei machen. Ich dachte, vielleicht vier. So. Nun gucken wir mal, was passiert. Wenn wir den jetzt hier so... Hä, bist du scheiße? Hui! Fantastisch! Alles klar! Ja! Okay, scheiß drauf. Ach ja. Komm, mach. Okay.